Oh, hallo, liebe Freunde. Was ihr jetzt hört, ist kein Bier, das sich öffnet. Hat sich das wie ein Bier angehört? Das war aber keins. Also, wir haben jetzt die ganzen DLC-Charaktere runtergeladen. Um ehrlich zu sein, das haben wir Nico zu verdanken. Anscheinend muss man sich dann nämlich durchkaufen, kämpfen, wenn man sie gekauft hat, in dem Premium-Paket. Man hat sie nicht automatisch, man muss nochmal in den Store und alle einzeln anklicken und runterladen. Sehr nervig, denn ihr wisst, wie langsam der PlayStation Store ist. Vielleicht ist das bei Xbox angenehmer oder ist Mortal Kombat PlayStation exklusiv? Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Möglich. Egal. So oder so nervig. So oder so scheiße. Aber jetzt können wir euch alle DLC-Charaktere zeigen und ich bin ja wahnsinnig heiß auf den Terminator und auf den Joker. Ich glaub, wir willst du hier jetzt den Terminator direkt nehmen? Wir nehmen beide den Terminator jetzt. Okay, das können wir natürlich auch machen. Wie im nächsten Film. Stimmt. Dann, welcher Form willst du ihn? Ich sehe hier dieses Exoskelett. Ziemlich geil. Das willst du nehmen, komm. Nee, muss nicht unbedingt. Ich finde das beides geil. Ja, nehmen wir das. Gut. Hammer. So. Bist du jetzt deine Ehre wiederherstellen? Ja, die möchte ich gerne wieder aufbauen. Okay, sehen sonst wir mal. Kann ich mir nicht nach Hause trauen später. Jetzt komme ich nicht rein. Ja, wir sind mal gespannt, wie gut sind die DLC-Charaktere. Wir werden auf jeden Fall in dem Video jetzt alle einmal antesten. Könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr zu Hause überlegt, kaufe ich mir die jetzt oder nicht. Könnt ihr sehen, wie wir die austesten. Allerdings sind wir auch nicht die professionellsten Mortal Kombat-Spieler, also keine Garantie, dass ihr alles sehen werdet. Das ist sogar der Original-Synchronsprecher. Echt? Ja, es ist auf jeden Fall der Arnie aus den neuen Filmen. Ne? Selbst das lohnt sich sogar. Friss die Scheiße hier. Okay, ist aber auch einfach brachial, passt. Geil, das ist natürlich eine gute Idee, ne? Man sieht ja immer die Knochen. Bei ihm ist dann halt dieses Exoskelett. Das ist eine ziemlich geile Idee. Ich glaube, ich muss gleich mal den Controller-Sound aufstellen. Könnte irritierend sein. Ich krieg schon wieder so auf den Sack. Boah, da waren meine Zähne jetzt, ne? Ah, na gut, ich wollte ihn aber auch sehen. Ich hätte dich auch wahrscheinlich. Ja. Nicht, dass da jetzt Absicht war, aber ja, kennst du dann auch. Oh. Aber auch so schön, wie wenig Mimik er dann letzten Endes doch hat bei diesen Moves. Sehr schön. Terminator siegt. Im Moment, liebe Freunde, es tut mir unglaublich leid. Ja, wieso wird mir das jetzt erklärt? Ich weiß doch, was das ist. Wo kann ich den Controller? Der macht doch Geräusche. Wo kann ich das ausstellen? Das ging im Spiel gerade, nicht da. Doch, das kannst du aber auch an den Controller ändern, oder nicht? Yeah. Doch, Lautsprecher für Controller. Schau mal. Ist das so? Wir haben noch unseren Ton, ne? Ja. Ja. Gut. Aber wahrscheinlich geht's auch im Spiel, also ich will nicht behaupten, dass du Unrecht hast. Ich will nur behaupten, dass ich vielleicht auch da an was dran bin. Ah, okay, der Wurf war ja mega geil. Auch bei sich so Noob so irgendwo hin. Au! Wie geht der einfacher? Irgendwie haben wir beide die Fernkampfangriffe noch nicht so ganz, ne? Ey! Die kennen wir zwar schon, aber gucken wir ihn doch nochmal an. Get over here. Hat der einen Rotpunkt, wie sie ja auf seiner Kuppel? Ich finde so Kombos hat er irgendwie. Also keine intuitiven. Er wird sicher gute haben, aber keine, die man jetzt so aus dem Stegreif drauf hat. Finde ich wahnsinnig toll, dass die da auch denselben Synchronsprecher genommen haben. Das wäre sonst echt scheiße gewesen. Ja, sowieso sollten wir vielleicht das Spiel eigentlich mal auf Englisch stellen, aber allein dafür hat sich ja jetzt schon gelohnt. Ich weiß nicht, ob die den echten Army dafür rekrutiert haben. Bestimmt nicht, aber dann wissen wir es jetzt. Und gewiss sind die Synchronsprecher im Englischen auch nicht schlecht. Aber wie du schon sagst, so, wir haben es jetzt herausgefunden, allein dafür hat es sich gelohnt, das auf Deutsch zu stellen. Oh, sind wir schlauer, hä? Großartig. Au! Was ist der Griff? Wie, machst du den?
Lümmeliger. Was war das? Oh. Oh, ist das cool. Und die Musik, hast du das auch gehört? Ja, das war die Terminator-Musik. Ich konnte nicht mehr springen, übrigens. Mhm. Also wahrscheinlich ist der jetzt in so einem Rage-Mode. Da hast du auch gerade gesehen, als ich dich weggeballert habe. Da hat er auch gar nicht mehr geflincht. Mhm. Das ist ganz cool. Und wahrscheinlich kann ich mehr zurückstoßen. Fatalities ging auch nicht. Richtig? Eben gerade war, hast du ja gesehen, da warst du einfach tot. Wahrscheinlich, weil es keinen Sinn macht, irgendwelche Knochen zu brechen, wenn keine Knochen vorhanden sind. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich hat er dann aber auch noch richtig geilen Moveset. Wahrscheinlich einen richtig coolen Griff. Mhm. Und du kannst ja auch nicht dem Griff entziehen dann wahrscheinlich. Ja. Den probier ich. Wir machen gleich nochmal den Terminator. Aber jetzt will ich auch mal die anderen sehen. Joker. Und ich bin halt... Natürlich. Es ist wirklich auch Joaquin Phoenix Joker, oder? Ich finde, es ist ein bisschen ein Mittelding. Sieht aus Freedom, so aber aus, er hat schon diese traurigen Augen von. Okay. Ich glaube, ich will eher Basic. Ja, ich nehme erstmal Basic. Naja, Schwindler. Kann man irgendwo auch das Outfit wählen? Irgendwo konnte man noch hier das Dreieck vielleicht? Anpassen. Och nee. Guck mal, die haben Attribute. Oh. Okay. Nee, da steht KI-Attribute. Oder? Ja. Also wenn man die jetzt auf Computer stellt. Ja, ja. Aber du kannst denen auch unterschiedliche Klamotten geben oder sowas. Guck mal, hier sehen wir aber direkt bei Fähigkeiten so die Basic. Müssen wir uns nicht die ganze Zeit fragen, was der hat und alles ausprobieren, sondern können die mal schauen. Wo geht das? Wo sieht man das? Ich habe zum Beispiel runter nach hinten X, habe ich. Okay. Geist von Kiba. Schön, Kirsch, Banane. Komo, Hannastorn. Geist von Kirsch, Banane. Na gut, den nehme ich so. Das hört sich gut an. Voll frei. Aber Outfits hast du jetzt nicht gefunden, ne? Nee. Müsste aber ja irgendwie gehen, denn wir haben ja... die frei gedownloadet bekommen. Mhm. Legal. Das hier geht. Ganz legal. Haben wir jetzt hier Harley Quinn. Welche war das? Sonja? Oder Cassie? Cassie. Sonja, Cassie. Siehst du, wir haben meinen eigenen Zoo dabei. Okay, das ist ziemlich cool. Du ein Stock. Du kommst von sehr Wer gewinnt wohl? Kiba, denke ich. Bin ich so offensichtlich ein Tourist? Das sind nämlich Kiba und Momo, wie ich das jetzt interpretiert habe. Also übrigens, das war jetzt gerade die Synchronstimme von dem Arkham Knight Batman. Echt? Ja, ich glaube schon. Also finde ich echt cool. Ja. Und von dem Videogame. Ja, nicht Batman, Joker. Sorry. What? Gleich nochmal. Ja, aber sehr lange Beine, um ganz schlingelige Dinge zu machen. Ach komm. Ein Ding für ein Ding. Nicht cool, nicht cool. Wir wollen doch alle sehen, was der Joker kann. Round 2, fight! So, von daher. Nicht mal. Ich konnte nicht widerstehen, es tut mir sehr leid. Komm bitte hier rein. Okay. Ouch. Komm her, Süße. Guck mal, ich bin der Chips Pet. Nein! Wirklich? Chips Pet. Oh, das ist böse. Was? Nein, ist okay. Du darfst die essen, wir haben Nudelsuppe. Das wäre was. Ja, okay. Du darfst alles, Schatz. Was? Abgewehrt, Scheiße. Aber ihr habt einen sehr guten Springen und Kreis und wir wissen ja alle, dass ich das sehr gerne mache. Ja. Was kann ich? Das finden wir jetzt raus. Das finden wir nicht heraus, weil der Nico ein Spielverderber ist. Oh, er ist ein Spielbeender, würde ich eher sagen. Spielbeender. Runter, oh, der ist easy. Jo. Na, siehst du, am Anfang sieht man nämlich immer, ob man nachstehen muss, mittel oder weit weg. Sicher ist nicht nur Zufall, die Attacke vielleicht so heiß. Nee, die ganze Zeit steht da.
aber du kommst. Oh, Jomaya. Das ist zu brutal. So ist die Natur, Schatz. Das passiert da jeden Tag. Gesetz des Dschungels. Richtig. Ist aber cool. Freut mich auf jeden Fall, dass wir die Charaktere jetzt haben. Vom Terminator war ich nicht ganz so begeistert, weil er spielt sich halt so, wie auch in den Filmen, ist sehr, sehr träge. Ja, mit viel Gewalt, aber jetzt nicht irgendwie mit Full Kung Fu oder so. Ja. Ja, und dann auch nicht mit großer Reichweite oder so. Er hat halt die Pumpe. Die ist ganz cool. Ja, willst du, Schatz? Mach mal Hand. Okay. Kannst du für mich werden? Alles klar, nehme ich den hier. Shang Tsung. Kennt man den irgendwo her? Wer ist das? Das glaube ich auch ein Mortal Kombat-Typ. Diese Sindel. Das sieht cool aus. Die ist auch. Oh ja, den kenne ich doch sogar. Da habe ich auch mal irgendwo gesehen. Du musst aussuchen, die Map. Was haben wir denn noch nicht? Hier ist ein Truck. Hatten wir ja. Schwarzmarktgasse. Da siehst du, da steht ein Truck rum. Drogenhändler. Punkt. Ja, Punkt. Punkt. Jungs, Ideen fürs Leveldesign? Ein Truck. Sie sind befördert. Oh, nicht so, schlecht. Ja, nicht schlecht. Ne? Ja. Nicht wahr. Was? The Boy. Du kannst ihn spielen, wenn du willst. Willst du? Hallo. Okay, Nico, mach kurz was. Ja, ich dachte, willst du? Soll ich gerade noch machen? Oder willst du? Wie willst du meinen Engel spielen? Nein? Ja, gut, dann mach ich. Achso. Ich habe auch schon gesagt, kannst du für mich wählen. Ach so. Ah, das habe ich gar nicht verstanden. Ich war schon so im Kämpfer-Ehrgeiz. Komm, ist dran, Süße. Ich habe für dich was gewählt. Wir probieren die neuen Kämpfer aus. Das ist ein neuer, den haben wir jetzt erst quasi bekommen. Und er ist ganz gut. Oh, Jomaya, was ist das? Was hat ihr? Cool, ne? Bis jetzt nicht Scorpion auf uns liegt. Wer ist Scorpion? Scorpion finde ich bis jetzt noch am kranksten. Ne? Also von den Moves. Das ist der, von dem ich mir vorstellen kann, dass du am besten nicht spielen kannst. Schatz, du hast gefällt. Hm. Hat es. Ist okay. Round 2. Fight. Oh, jetzt geht's los. Und konnte ja gar nichts machen. Kann ich. Das, die haben manche auch solche. Oh, Jomaya. Oh, Jomai. Manche haben solche komischen Kräfte, die man weiß gar nicht, was da los ist. Das Gesicht eingeschrien. So, nahe Königin der Schreie. Kannst auf jeden Fall nochmal. Unter links Kreis. So, gespannt. Nice, oder? Das ist echt drauf. Sprache. Reicht doch nur, da passiert es Tempel, Schatz. Kannst du gucken. Ist ein bisschen Blut vielleicht. Da, guck. Oh, ja, warte mal. Die sind. Oh. Ist okay. Die Griechen. So, so fühlt man sich immer, wenn Mama ins Zimmer kommt und man nicht aufgeräumt hat. Ja, genau. Ja. Richtig. Hättest du ruhig lauter mit mehr Selbstbewusstsein raushauen können. Den Gag, der war sehr gut. Was? Fandst du den schüchtern rübergebracht? Ja, sehr leise. Ich musste den im Kopf beim Sprechen erstmal formen. Das ging das nicht so flüssig, Mensch. Ja, schon okay, schon okay. Wir machen den mit lauter. Wir fügen vielleicht sogar noch einen Furz ein. Immer gut. Bitte bei jedem Satz, den ich sage, möchte ich mindestens einen drin haben.
Den Röster aus Google Trends ist übrigens nicht zu hören. Anders als mein Handy, das plötzlich angeht. Das ist noch drin. Ah ja, hier. Gerne. Nee, mach ruhig nochmal. Sie hat länger nicht gespielt. 10 Minuten. Richtig. Okay. Moment, aber... Du hast gewonnen. Du gibst ab, wenn du verlierst. Du kannst ja mal eine andere Joker-Variante probieren. Sieht nach mehr Gewalt aus. Nee, ist ein bisschen besser angezogen, ne? Schöne Hochzeit. Na gut, der wird schwarz. Hab ich ins Gesicht. Nutze Coins, Seelenfragmente und Herzen, um Sachen in der Krypta freizuschalten. Abzocken wollen sie dich. Richtig. Abzocken. Was ist das denn? Dein letztes Hemd. So Outfits wahrscheinlich, ne? Ja, mehr gibt's ja in so Kampfspielen nicht. Bullshit kannst du dir freischalten. Aber bitte nicht stärker machen. Also doch, nicht irgendwie mehr echt. Nee. Jetzt kannst du nämlich wie in so ein bisschen mit RPG-Elementen deinen Charakter dann ausstatten und ausrüsten. Ach, man will doch, dass die Entwickler das für einen balancen. Den Scheiß will man doch nicht noch selber machen. Das ist doch kacke. Da bin ich kein Fan von. Da bin ich wirklich kein Fan. Bist du sicher? Nicht vielleicht nur beim letzten. War das der Griff? Der war ja. Oh, was ist das? Das ist ein Mensch. Ey, die Map ist aber auch super, oder? Der war im Rollstuhl. Der hat ihn. Guck doch mal. Er zieht einen vom Rollstuhl weg. Das ist doch so ein Schwachsinn. Ist das ein Locker. Muss ich auch schon husten. Hast du hier Corona reingefahren? Danke mir. Ist das ein Kind? Ist das ein Kind? Nee, so eine Bauchrednerpuppe, glaube ich, oder? Kind wäre also wirklich. Haha, okay, ist ja cool. Der macht aber so richtig schöne, richtig sexy Moves. Mhm. Weißt du, das sieht richtig tänzerisch aus, wie er sich bewegt. Der Joker ist auf jeden Fall, der ist sein Geld wert. Also wie viel er eigentlich kostet. Aber war wahrscheinlich auch so 6 Euro. Dieser eine Charakter, der hat nämlich gerade 6 Euro gekostet, was ich unfassbar viel finde. Ui, das ist wirklich viel. Gut, so machen Games heutzutage halt ihr Geld, ne, mit Add-ons. Das würde ich ja sogar noch akzeptieren, aber das mit dem Verbessern für Echtgeld gefällt mir ja gar nicht. Gut, du kannst auch ohne das Echtgeld, aber allein, dass du auf die Sprünge helfen kannst, finde ich unbedingt. Das ist ziemlich brutal. Du kannst auch gut kommen. Du hast auch so einen. Dann wird es wahrscheinlich blocken werden. Du musst wahrscheinlich sehr nah dran stehen. Hast du den schon gemacht? Ja. Ah, nee, du bist Joker, oder? Ja. Ja. Ah! Oh, und dann warst du ja am Gewinnen. Das tut mir leid. Round 2, fight! Oh! Wieso kann ich nicht zurück? Hast du gesehen, wie er. Der Stock macht auch so ein schönes Hundesgeräusch. Sehr gut. Nice. Das ist echt super. Das ist wahnsinnig befriedigend, dieses Geräusch. Es klingt auch nicht so wie dieser Stock, das ist mir jetzt mit dem so eine hohle Vase oder so in den Kopf zu. Wie so eine Wasserflasche oder so. Nico ist schon voll im Modus. Runter, links, rechts, 3. Mittlere Spaßbremse. Ah, ist dann wahrscheinlich mittlere Entfernung, ne? Die Torte, die klassische. Friendship, oh. Na gut. Klassischer Joker. Ach so, hingesehen. Respekt. Ja, nach drei Mal kann man doch hinsehen. Irgendwann ist man dran gewöhnt, ne? Ja. Ich übernehme ich meinen nächsten Fall. Oh nein, Rücker. So brutal. Gut, das ist nie passiert. Ja. Gut. Zuschauer werden nicht wissen, was du gerade kommst. Pupsen. Da ist die Tür. Da ist die Tür, raus aus dieser Wohnung. Da hast du viel Pupsen gewesen. Muss nur leise machen, sonst muss ich das rausschneiden. Okay, das weiß ich Bescheid. Die kommen dann alle in eine Compilation ans Ende vom Video. Die lege ich dann über die Korsetze. Ich hab's schon abgemacht. Immer den Mund aufmachen. Will ich jetzt noch einen Terminator probieren? Die haben wir neu, ne? Das war die, die so rumschreit.
Achso, stimmt, der ist im Spiel. Oben links, der ist noch. Den hatte ich schon, aber da haben wir noch nicht so viel gesehen. Ich will ihn mal nehmen. Ich glaube nämlich, der ist für mich ist der vielversprechend. Ich will sehen, was der noch kann. Oh, sogar in. Da haben wir noch irgendwas nicht genommen. Das hier? Nee, das haben wir auch, oder? Keine Ahnung. Diese sind noch welche gesperrt. Muss man die kaufen? Oder freischalten, vielleicht in Story. Bestimmt. Haben wir das schon? Ja. Links. Ja. Den kennen wir schon. Ah ja? Wir sind schon fast an dem Punkt, als wir nochmal das erste Spiel spielen. Das linke können wir noch nicht. Das hier? Ja. Tarkan Kriegslager. Die Hintergründe nimmt man immer viel zu wenig wahr. Das ist ein bisschen schade, weil man sich so ums Kämpfen konzentriert und die eigentlich echt schön sind. Mit der Zeit wird man ja irgendwann auch kennen. Also wenn du es wirklich lange spielst, das Spiel. Mhm. Aber die sind wirklich sehr schön gemacht, absolut. Hallo, Joker. Hast du nicht gesehen? Sehr schön gemacht mit ein paar brennenden Leichen. Gemütlich auf jeden Fall. Nee, finde ich cool, weil der ist der. Ist da Marokka im Hintergrund? Ja, gut, jetzt wurde er dann weggeworfen. Was ist das denn? Da fällt irgendeine Leiche vom. Was macht das? Oh, geil! Das ist halt Mortal Kombat, weißt du? Dann fällt eine Leiche vom Himmel und dann wird einer noch dahergezogen. Da hinten brennen die. Wir müssen den Film unbedingt sehen. Der Joker schmeißt mit Rollstuhlfahrern. Tut mir sehr leid, ne? Ich glaube, ich habe gerade einen neuen Main gefunden. Den Joker? Den anderen. Weil der ist schnell. So, der macht Spaß zu spielen. Der ist halt so ein Schneller. Ich mag die schnellen Charaktere immer am meisten. Die Kombos sind mit dem relativ easy. Macht halt jetzt nicht so viel Damage. Ist bei den Schnellen immer so. Ist aber egal, wenn du wenig Damage machst, solange du selber nicht getroffen wirst, ist das sehr cool. Angriff ist nämlich der beste Angriff. Richtig, ganz genau. So sagt man. Ja. Also ich meine, Scorpion ist geiler, aber er ist die faire Wahl. Wenn ich gewinnen will, ohne mich danach zu schämen, dann würde ich ihn sagen, so. Mal sehen, vielleicht nehme ich das doch lieber so. Au! Schön mit Geld werfen, so ist richtig. Gibt's eigentlich nicht so einen schnellen Schritt zurück, gibt's nicht, oder? Nee. Doch. Aber der ist sehr langsam, der lohnt sich fast nicht. Der Sprung fast besser. Doppelt nach hinten ist der? Genau. Genau. So, machen wir den. Schneller Schritt nach hinten. So ist gut, den Hong immer gegen das Schienbein. Richtig. Oh, so ist das. Hast du schön gezittert. Ist das so ein Konter oder so? Wahrscheinlich auch gegen Projektile. Ja, stimmt, gegen Projektile wir sind noch. Oh, da hat er endlich mal. Ich wollte ihn aber auch mal sehen. Nicht, dass jetzt Absicht war, aber ich freue mich. Wow! Oh. Ja, das Lächeln, das macht Sinn, ne? Boah, der macht aber auch mehr Damage als jeder andere, oder? Ja. Das war ja wirklich krass. Da warst du weg vom Fenster. Aber der ist auch schwer zu treffen, weil der hat wirklich so eine minimale Reichweite. Deswegen haben wir ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Was ist dieser Titel, der über den Namen steht? Ist das auch das Moveset quasi? Genau. Ich dachte, du wirfst den. Joker ist echt cool. Wenn er auch so rumtänzelt. Ja, ich mag, wie er sich bewegt, ist wunderschön. Absolut. Er hat einfach Dreieck, Viereck, Dreieck. Das ist so eine Kombo, die mache ich immer intuitiv. Und er hat die, deswegen super. Mag ich den. Au. Ja. Okay. Oh, Schau mal hier. Sub-Zero. Scorpion. Achso, er verwandelt sich einfach in andere Mortal Kombat Charakter. Ja, hier der Noob-Typ. Heißt der eigentlich auch Noob, weil der wirklich so noobige Angriffe hat? Wie das wahrscheinlich. Von unten angreifen und so. Oh ja. Ah, ich bin noch nicht im Nico-Mode, weißt du? Nee. Ich bin kein Nico, man sieht es. Es ist, ich schäme mich dafür. So, ist es jetzt nach hinten und links? Ist das Mitte. So richtig? Ja, ein bisschen weit weg, aber nicht gehören nicht zu. Ah, du hast recht, Aber ist es jetzt nach rechts oder muss ich da umdenken? Musst nicht umdenken. Okay. Rechts, links und unten Viereck. Zweimal unten, ne? Rechts, links und unten Viereck. Hm.
Es wird aber auch nicht besser. Nicht mit mir, ne? Ne. Du kannst es. Ich geb dir nächstes Mal den Controller. Auch wenn ich dich richte. Ja, so viel Zeit verloren. Mann. So. Trotzdem gut gemacht. Ja. Nicht so schick wie Nico. Nicht nur im Keiner von uns kann so gut wie Nico. Aua! Yes. Ich wieder gestochen. Frechheit. War das auch gerade der Finisher? Ja. Wollen wir da. Oder willst du noch gegen Nico spielen? Willst du nicht? Mach. Spiel. Den Terminator wollte ich noch mal ausprobieren. Schatz. Nimm mal. Nimm mal, geh mal runter. Ach, die ist auch neu, aber nicht freigeschaltet. In die Mitte irgendwo. So in die mittlere Linie. Eins noch nach oben. Jetzt nach links. So, den. Jetzt eins nach rechts. Ja, genau so. Und jetzt drückst du immer so und dann Kreis. So und dann Kreis. Es sei denn, er steht da. Dann drückst du so und dann Kreis. Dann hört also runter in die Richtung. Okay. Weißt du? Ja? Gezielt. Oder runter von ihm weg und X, dann springst du hinter ihm. Also in die Richtung, wo er steht. Ne? Runter und in die Richtung, wo er steht und Kreis. Da. Kannst nicht verlieren. So und die. Genau. Ja, je nachdem, wo er steht. Ne? Wenn er rechts steht, dann so. Wenn er links steht, dann so. Hm? Wenn er links steht, dann so. Dann links. Dann links. In seine Richtung. In seine Richtung. Okay. Hm? Wenn du nach hinten drückst, dasselbe andersrum, aber mit X fliegst du so hinter ihm. Ist auch gut. Aber mach jetzt mal rein. Vielleicht schon. Probier mal. Genau. Das kannst du, das kann man. Hoffe ich. Werde dennoch funktionieren. Das ist mit dieser. Wir müssen mehr auf diese Dialoge achten. Ich glaube, die sind eigentlich ziemlich cool. Ja, genau, das ist diese Kette. Hä? Nein, zu ihm, zu ihm. Du machst von ihm weg. Zu ihm. Zu ihm. Du musst nur in einem Fluss. Nein, du machst von ihm weg, du musst zu ihm. Doch, bitte! Nein, du bist der andere, du bist der Gelbe. Ja. Ja, du musst zu ihm. Zu deinem Gegner, nicht zu dir. Ich glaube, für dich ist das vielleicht auch leichter mit dem Stickdown. Ne? Wie mache ich? Ja. Jetzt L2. Terminator hat schon Wie hab ich gemacht? Jetzt, wenn er da steht, so. Du verwirrst dich doch mehr als alles andere. Ja. Zock einfach ich hab doch so gemacht. Ja, versuch nochmal. Lass dir nichts ein. Da ist es. Ja, Nico, fängst schon an zu schwitzen. Doch, warte. Du kannst es. Ja. Oh, das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Alter, weiter liest dich. Ah, sogar geblockt. Ist das gut. Okay, weiter, komm. Jetzt zu ihm, in die andere Richtung, jetzt in die andere Richtung. Er hat seine Richtung gewechselt. Oh, vielleicht musst du blocken, weil wir schießen. Ja, an ihn ran. Spring zu ihm. Aber ich kann doch. Ja. Wieso kann ich? Ich kann doch. Oh nein, ja. Ich darf nicht zu nahe kommen. Ich spiel normal, du hast ihn gefasst. Jetzt war er. Oh, scheiße. Ja. Aber ich muss doch S2 und F. Ja. Hast du nicht gedrückt? Ich hab einfach mal gedrückt, aber das funktioniert nicht. Doch, du hast es geschafft. Ah, langsam. Es geht halt nur, wenn du auch schon selber fast kaputt bist. Oh Gott, den muss ich rausschneiden. Erst wenn es so rot wird. Da oben, in der gelben Linie. Yeah. Und was sollst du sonst noch machen? Ganz genau, nichts. Schön. Oh, Mann, da kann ich schießen. Ja, ja. Nico, der spammt gerne Angriff, also muss vorsichtig sein. Oh. Was ist das denn? Oh, richtig. So, Nico, jetzt zeigen wir mal. Zeig uns mal den Terminator. Finisher.
Mami. Alles klar. Rechts, links. Eine Runde gewonnen. Rechts, vier. War schon gut. Ja. Nächstes Mal. So. Oh, ich glaube, das wird fies. Sau cooler Typ. Das ist wirklich und tschüss. Das ist wirklich nice. Ja. Ihr dürft noch eine Runde, wenn ihr wollt. Ich gehe kurz mal aufs Klo. Okay. Echt? Ja. Okay. Ich würde nicht bei dem Charakter bleiben. Das ist ganz schön, dann nochmal selbst spielen zu können, ohne dass irgendwer reinquatscht, ne? Noob Cybot. Black Market Hour. Mhm. Jo, hast du zwei? Hast du einen Bruder? Mhm. Wie ordnet man? Er hat viele. Viele Brüder. Hm. Jedes Mal muss. Jedes Mal andere Brüder. Scheiße. Kann man sich den Namen nicht merken. Merkt er nicht. Verstehe nichts. Folgt. Boah. Funktioniert nicht mehr. Übrigens, die Kamera ist gerade ausgegangen. Was ihr vielleicht verpasst habt, ist, wie ich hier beigebracht habe, wie man diesen dreckigen Move mit der Kette macht. Es hat auch gut funktioniert, aber jetzt ist Nico scheinbar gewappnet dagegen. Aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Du kannst auch deinen Supermove machen, Schatz. Round 2, fight. Wieso? Wieso ja? Wie ist Supermove? Achso, Supermove? Was lachst du? Ich weiß es noch nicht. Das war auch wirklich ihn im Schlaf. zum Ende hin, hallo. Oh, du hast einen längeren Kettenmove, glaube ich, gemacht. Ja, du hast die gerade ja auch noch erweitert. Alter. Alter! Ah! Ey, das gibt's doch nicht. So! Rechts, links, rechts, links. Jetzt gönnen wir das doch. Was links ist jetzt hier? Oh nein, jetzt hab ich wirklich verschissen. Ah. Sollen unsere Zuschauer mal sehen. Oh, aber immerhin schon nach.